Medienkanzler, könnte es sein, dass die Deutschen weich gespült wurden? Könnte es sein, dass das Gehirn der Deutschen durch so eine Waschanlage oder hier bezüglich einer Waschmaschine das Gehirn mal, ja, gewaschen wurde? Wir schreiben das Jahr 2017 und in Dresden stehen 3 Busse. Nun, jeder weiß, dass ein Auto 24 Monate TÜV und egal wie das Auto auch immer, kann dann die Straßen, nicht wahr, versuppen, verschmutzen etc. Autos, Maschinen haben 24 Monate. 24 Monate haben die TÜV. Ja, nur der Mensch. Ja, nur der Mensch, der geht alle 6 Monate, wenn er amtsträchtig ist. Das heißt, also wenn er zum Amt muss, wer zum Amt muss, hat sowieso immer die A-Karte, den Joker, weil er meistens da bekommt nicht das, was er gerne hätte. Hilfe schon mal überhaupt nicht. Wir schreiben das Jahr 2017, wir haben das Wahljahr im Mai in NRW, im September bundesweit. Was sollen wir wählen? Sollen wir wählen unsere Gäste vielleicht? Sollen wir das Ganze ändern? Könnte es sein, dass wirklich alle hier weichgespült sind? Dass alle wirklich nur noch sich in einer Trommel bewegen? Jo, alles ist richtig. Jo, wir machen alles richtig. Jo. Ja, am Sonntag wählten alle den Präsidenten Steinbrück. Gewählt wurde der nicht, der war schon vorher platziert. Er wurde nur noch applaudiert, rein da, fertig. 220.000 im Jahr, gönnen wir dir, laber du mal, leg mal los. Was der Steinmeier jetzt in den ganzen Jahren da einen erzählen soll, weiß ich auch nicht. Aber könnte es sein, wirklich könnte es sein, dass der Bürger weichgespült wurde? Könnte es sein, dass er nach 1989 so eine Art Gehirnwäsche bekommen hat, die jetzt im EU-weit trägt? Man sprach mit Frau Merkel und Frau Merkel sagte, nee, also Deutschland ist an sich Integration EU. Ja, wir wurden integriert in die EU. Wir sind zwar Nation, aber deutsche Nation ist auch richtig, aber wir sind europäische Bürger mit deutschem Hintergrund. Ja, das hat Frau Merkel wirklich 2002 schriftlich dem Medienkanzler, also mir, zukommen lassen, weil ich euer Medienkanzler gefragt habe, wo ist denn eigentlich Einigkeit, Recht und Freiheit? War früher auf so einem 5-Mark-Stück. Auf so einem 5-Mark-Stück stand das. Einigkeit, Recht und Freiheit. Und heute diese komischen bunten Bilder da oder Zahlungsmittel, die uns auch entnommen oder genommen werden sollen. Darum kommt die Frage wirklich. Wurden wir weichgespült? Hat man uns zu warm gewaschen? Sind wir zu hart oder zu warm geduscht? Ist irgendwie was schiefgelaufen? Es kann ja nicht sein, 3 Busse stehen in Dresden, ja, und suppen. Ja, Öl läuft aus, Benzin läuft aus, die riechen sogar. Und schön sieht es nicht aus. Hat auch nichts mit Aleppo zu tun. Denn wer die 3 Busse in Aleppo schon mal gesehen, sind total ausgeschlachtet. Und welchen Grund auch immer die dahingestellt, hat aber keinen Grund daraus jetzt eine Werbung für Aleppo zu machen oder diesbezüglich 3 Busse, ja, hinzustellen, und keiner fragt. Ihr seid alle irgendwie so des Kaisers neue Kleider. Der Kaiser hat neue Kleider, genial, läuft nackend durch die Gegend und so ein kleines Kind sagt dann plötzlich, hör mal du, der trägt da gar nichts, der hat da gar nichts an, der ist ja nackt. Und alle gucken, hey Kind, kannst du das nicht sehen, der hat neue Kleider an. Nun ja, bei Grimms Märchen in unserer Zeit, nach 45 Adenauer Charakter, nennt sie sich auch BRD, Bundesrepublik Deutschland. Daraus wurde Deutschland, 1989. Da kommt wirklich die Frage, nach 89 kam die Weichspülanlage, sind wir alle irgendwie weichgespült? Ist denn die Welt wirklich nur lebenswert, wenn man einer Religion angehört? Ist denn Religion überhaupt das Leben? Muss man nach einer Religion überhaupt streben? Muss man überhaupt in irgendeiner Religion verweilen, um leben gut zu können? Also eins ist mir, euer Medienkanzler, gewaltig aufgefallen. Und zwar sind wir der verkaufte Bürger. Wir, die Bürger, sind verkauft worden. Unsere Freiheit
wurde uns genommen. Denn Freiheit ist was ganz, ganz anderes. Es ist nicht jetzt hier vor Kamera reden oder irgendeinen Blödsinn machen. Die Seite ist jetzt neu bei Facebook und als YouTuber der ersten Stunde sagt euer Medienkanzler heute mal, sind wir wirklich weich gespült oder ist irgendwas an uns vorbeigegangen? Es geht jetzt hier nicht nur um diese drei Busse, es geht jetzt auch nicht nur um diesen sogenannten Montag der Pegida. Ist der Osten vielleicht, ist hinter dem Brandenburger Tor die Welt anders? Schreitet man dann vielleicht durch ein sogenanntes Stargate? Ist vielleicht Berlin so ein Alien-Objekt? Ja, man geht dann durchs Brandenburger Tor und ist dann plötzlich wie so ein Alien in einer anderen Sphäre. Ist der Osten vielleicht plemplem? Oder der Westen? Keine Ahnung, einer von beiden irgendwie. Adenauer Charakter in der BRD-Zeit. Strauß, bayerisch. Naja, heute alles Wiesenhuber. Ja, so manchen Söders Gespräch oder das, was er da so erzählt bei Facebook, ist natürlich bei uns angekommen. Aber wir hier in Nordrhein-Westfalen können nun mal die Bayerischen nicht wählen und die Bayern sind nicht Deutschland und Deutschland ist nicht Bayern. So, am liebsten würde man sagen, wisst ihr lieben Bayern, macht vorne von mir aus so eine Trump-Mauer auf aus Lego-Baustein, schön bunt und geht rüber nach Österreich. Dann klappt das vielleicht. Ja. Wenn man das alles so sieht, Seehofer spricht mit Merkel erst dagegen und war, es stinkt sauer und boah. Jetzt sind die Wahlen, wie gesagt, im September und schon sitzt Seehofer mit seiner Merkel an einem Tisch und ja, machen das selber, was jetzt ich hier mache, vor laufender Kamera, jo, wir sind einig, Recht und Freiheit, wir machen alles, alles läuft. Aber irgendwie doch weich gespült. Irgendwie sind wir weichgespült, irgendwie stimmt was nicht. Wir sind verkauft, also ab Ende März Bezahlfernsehen, sagt keiner, abgesegnet, kommt mir halt nur ein Fernseher, ihr müsst unheimlich viel Geld haben. Gut, 1%, 3% sind arm, ganz bestimmt. Aber wenn man das so sieht, und das ist jetzt kein Scherz, wenn also 10% von 89 Millionen circa sind wir ja, wenn man nicht alle Gäste mitzählt, aber so circa 89 Millionen Deutschsprachige sind wir hier irgendwo in unseren 16 Bundesländern. So 89 Millionen, davon haben 10% mittlerweile 70% des Volksvermögens und das ist schon ein Hammer. Der Medienkanzler gehört zu den 90% und versucht die restlichen 30% irgendwie auch zu bekommen, also ein bisschen davon zu bekommen vom Restvermögen aller, ist nicht so einfach. Das dürft ihr mir glauben. Als selbstständiger Medienkanzler, der die Freiheit kennt, seit Beginn, nach 45 Adenauer Charakter, nach CDU, CSU, Herrn Strauß und Co., im wilden Westen der Kohle, des Eisens, ja, der Zeit, wo noch Stahl, wo noch Eisen, wo noch Verkauf war, ja, wo die Namen noch Namen hatten, Neckermann, Otto, Quelle, Karstadt, Wertheim, Hertie, ja, ihr wisst schon gar nicht mehr, wovon ich spreche, ihr kennt ja nur noch eine Mall, wo ihr einkaufen geht, mit lauter kleinen Namen dran, ja, der Einzelhandel stirbt dank Amazon, ich habe auch gerade soeben Amazon einen Knopf gedrückt und lass mir, beziehungsweise Amazon schickt es mir dann. Ich habe mir für diese Sendung einen neuen Computer mit Grafikkarte soeben zusammengestellt und ja, ich habe bei Amazon. Ich bin jetzt, seht ihr ja, ich bin hier, ich habe keine Lust bei dem Wetter raus zu wollen, nach Saturn, Mediamarkt oder sonst wo. Nö, irgendwann gehen wir gar nicht mehr raus. Warum auch? Wir sind ja alle weichgespült. Wir sind weichgespült. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Das, was der Medienkanzler täglich hört, was der Medienkanzler täglich erfährt, was dem Medienkanzler täglich widerfährt, kann man halt nur so sagen, hier stimmt was nicht. Wir heißen Deutschland nach 1989, wir sind Deutsche nach 1989 und irgendwie, wenn man durchs Brandenburger Tor geht, ist es so ungefähr wie so ein Stargate. Ja, man kommt plötzlich in eine komplett andere Zeitzone, in eine andere Welt, in einer anderen, vollkommen, komplett anderen Galaxie. Was anderes kann es doch nicht sein. Meine lieben Freunde, hier stimmt doch was nicht.
Freiheit, Freiheit sieht anders aus. Ja, also die Freiheit, die wir kennen. Wir konnten uns frei bewegen, wir konnten uns frei äußern, wir konnten frei Fernsehen gucken, da wo wir wollten. Und jetzt ist alles irgendwie weichgespült, aber gewaltig weichgespült, denn irgendwas stimmt nicht. Es stimmt was nicht. Wenn man Facebook aufschlägt und Facebook scrollt, ja, dann sieht man eine Menge. Und ich brauche euch nicht erklären, was man da sieht. Ihr seht ja tagtäglich, was man da sieht bei Facebook. Ja, in so einem YouTube-Kanal, da gibt man sich ja noch Mühe, damit ihr so eine Sendung auch versteht. Euer Medienkanzler hat sich gerade so eben quer angesehen, im Bayerischen, ne? Und quer ist gar nicht mal so schlecht. Bei quer zum Beispiel, wenn die Bauern sich aufregen, weil irgend so ein Minister sich was Neues ausgedacht, wie Verse, wie Reime, ja, flippen die Bauern aus. Es kann doch nicht sein, dass wir verhöhnt werden, nur weil irgend so ein Ministerium da Bauernweisheiten missbraucht. Dann müsst ihr mal quer gucken, dann wisst ihr auch, wovon ich spreche. Vielleicht baue ich auch es hier in diesen Videoclip mit ein. Ja, Weisheiten, also irgendwas stimmt nicht. Könnte es sein, das ist die Frage in diesem Videoclip, ob wir weich gespült wurden, ob irgendwie weich, irgendwie stimmt was nicht. Wir applaudieren, wir sagen Hurra, sie kommen. Wir geben 24 Millionen für 2500 Flüchtlinge aus. 24 Millionen für 2500 Flüchtlinge aus. Hier in dieser Stadt ist es geschehen. Zwei Journalisten haben es aufgedeckt. Das mal zur Lügenpresse. Ja? Journalisten bemühen sich schon, etwas aufzudecken, zu sagen, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Medienkanzler und seine Leute gaben der Partei die Stimme, damit die Partei ihre Plakate an die Wand nageln können im Mai in Nordrhein-Westfalen. Die Partei ist ja mehr für das Schaum im Glas, ne? Also füllt das Glas mehr mit Schaum, damit das Bier rein bleibt, zum Beispiel. Also ihr versteht, ne? Die Partei ist nicht die wie die Piraten. Die Piraten wollten ja teilhaben am Geschehen. Kennt einer noch überhaupt die Piraten? Jetzt wollen ja die AfD, in der Mitte so ein kleines F, groß D, irgendwas bewegen. Die Laute heißt nur, wer sind denn die? Wer sind denn die, die AfD? Und bringen die irgendwas Neues oder spülen die noch mehr weich, wie weich gespült? So manch ein Deutscher ist irgendwie gespült, weich gespült. Er applaudiert, wir haben bezahlt Fernsehen, kein Thema, ich blech 6 Euro im Monat für dieselbe Scheiße. Heute seht ihr Lanz um 23.15 Uhr kostenlos und morgen zahlt ihr dafür, für denselben Mist. Oder für die Wiederholung, der Wiederholung von der Wiederholung wurde wiederholt und schon verdammt lange her zahlt ihr wieder. Ja, ihr zahlt also für die Wiederholung der Wiederholung des Wiederholten, Hammer, oder? Ja, irgendwie frag ich, euer Medienkanzler fragt heute in dieser Sendung hier ganz neu bei Facebook auf seiner Seite, der Medienkanzler, sind wir alle weich gespült?